FMSRI-Anbau, dem System of Rice Intensification, wird die Pflanze nicht im gefluteten Feld angebaut, sondern die Pflanze wächst im Schlamm. Dadurch ist der Methanausstoß des Feldes um die Hälfte geringer, es müssen keine Pestizide, keine Herbizide eingesetzt werden, was der Umwelt letztendlich zugutekommt. It only put one seed, you know. So after 15 days you can see 1, 2, 3, 4. 4 ton, paling banyak 5 ton per hektar waktu konvensional. Nah sesudah SRI itu paling sedikit itu 6-7 ton itu sudah ini. Kalau rajin, kalau dipelihara terus, itu bisa menghasilkan 10 ton. Das Besondere an der SRI-Anbaumethode ist für mich, dass hier wirklich im Einklang mit der Natur Reis produziert wird, ohne Düngemittel und Pestizide einsetzen zu müssen. Aber auch, dass die Bauern letztendlich aus ihrer Abhängigkeit von Agrarbetrieben oder der Agrarindustrie herausgeführt werden. This small because conventional. If this too much because SRI organic, you know, I like. Die Vorstellung, dass die früher gezwungen wurden, Pestizide und Herbizide einzusetzen in der sogenannten grünen Revolution, die macht einem schon fast Angst.